Samsung Galaxy A30s oder Galaxy A40, das fragen sich viele von euch. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Handys und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Design. Bei der Kategorie Design ist das Galaxy A40 mit 55:51 Punkten knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 26 Gramm leichter, 5,5 mm schmaler, 14,1 mm kürzer und 14,5% geringeres Volumen. Das Galaxy A30s kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 0,1 mm dünner. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das Galaxy A40 mit 55:52 Punkten deutlich vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 1,6-fach höhere Pixeldichte und 2,2-fach höhere Auflösung. Das Galaxy A30s kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 8,5% größere Bildschirmgröße. Leistung. Beim Punkt Leistung kommen beide Geräte auf 76 Punkte. Das Galaxy A30s ist in folgenden Merkmalen besser: 64 GB mehr interner Speicher und 42% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Galaxy A40 knapp mit 55:54 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das Galaxy A30s kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 1,8-fach mehr Megapixel der Hauptkamera. Audio. Beim Punkt Audio kommen beide Smartphones auf 62 Punkte. Es gibt hier keine größer abweichenden Merkmale. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das Galaxy A30s deutlich mit 64:58 Punkten. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: 29% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das Galaxy A40 sehr knapp mit 83:81 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 33% schnellere Downloads, unterstützt zwei SIM-Karten und 1,5-fach schnellere Uploads. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Samsung Galaxy A40 das Samsung Galaxy A30s mit 55:53 Punkten sehr knapp. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Falls euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Handy ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.